Hey, euer Doc, sind am Start mit einer neuen Folge. Und ich habe das Gefühl, dieser Monat ist der Trailer-Monat der Controller. Astro hat vor ein paar Tagen den Controller rausgehauen. C40DR Controller for PlayStation 4 und PC Tech Controller. Ich habe da jetzt schon einen Blick reingeworfen. Dennoch möchte ich gemeinsam mit euch drauf reagieren, das Ganze mit euch gemeinsam jetzt nochmal anschauen. Da geht nur 30 Sekunden. Mal schauen, ob es neue Infos gibt oder irgendwelche Sachen, die uns vorher nicht aufgefallen sind. Astro C40 TR. Okay. So. Wir sehen jetzt den Controller hier so nah, haben wir ihn ja noch nicht gesehen. Shared-Action-Taste, Touchpad. Hier haben wir das Steuerkreuz, weiß, rot. Rot, also der hat hier so schwarz, rot, weiß, das sind so seine Farben. Was mir hier auch auffällt, der Lautsprecher. Das ist der Lautsprecher, den es so nur beim Standard-Controller gibt. Also ich habe jetzt nicht im Kopf irgendeinen Controller. Ja, die Standard-Controller oder die umgebauten Standard-Controller hatten das. Das ist logisch. Aber jetzt so Rachel, Naken hatten das, glaube ich, nicht. Okay. Also auch diese Funktion wird auf jeden Fall vorhanden sein. Austauschbare Module, jawohl. Hier sehen wir auch das erste Mal jetzt die Kontakte. Und das ist so mein Sorgenkind, wo ich noch nicht hundertprozentig sagen kann, wie weit die sich ausnutzen oder was da sonst noch. Müssen wir schauen, müssen wir beobachten. Also ich denke, die machen Qualität, aber schauen wir mal. Oh ja, okay. Das erste Mal so einen tiefen Einblick. Was mir sofort auffällt, die Tasten könnte man ja vielleicht auch noch austauschen. Weiß nicht, ob sie so Kits rausbringen. Hier hat man einen Pfeil und hier hat man einen Pfeil. Also man kann hier nichts falsch machen. Hier auch die Kontakte und wir haben nichts Sonstiges da drin. Also keine Kabel oder irgendwelche Kontakte, die kaputt gehen. Bedeutet, wenn da mal ein bisschen Chips oder so reinfällt, Controller umdrehen, dann fällt alles wieder raus. Also das Innenleben scheint geschützt zu sein. Okay. Da, das erste Mal sehen wir so nah die UR-Taste. Ich hoffe, die sind nicht wie beim Ultimate vom Razer. Aber scheinen in Ordnung zu sein. Da ist auch noch eine Taste. Power-Taste. Weiß ich jetzt nicht. Okay, also ihr seht hier Mittelfinger. Ihr wisst Bescheid. Der Mittelfinger wird bei diesem Controller euer Freund sein. Und hier Zeigefinger auf den Trigger. Hier haben wir eine Taste, hier haben wir eine Taste. Das ist kabellos mit Kabel. Drück halt. Ha, wo ist das Kabel hier? Was war das nochmal? Profile, glaube ich, oder? Ein Punkt, zwei Punkte, oder? Ja. Okay, da haben wir nochmal die Software. Nichts Neues. Trigger kann man einstellen. Hier sehen wir nochmal, ja genau da. Trigger Stops. Langer Weg, kurzer Weg. Hardware gesteuerte Trigger plus nochmal Software. Also beides in Einklang ist eine richtig coole Lösung. Definitiv. Das ist der Trailer. Bin gespannt, wann der Controller zu uns rüberkommt. Also momentan bin ich so geil auf die Controller. Ich weiß nicht, ich kann mir gut vorstellen, dass das ein oder andere Höschen von dem ein oder anderen Gamer so richtig feucht ist, was die Controller angeht. Ich bin mega gespannt. Ich weiß noch nicht, wer das Rennen machen wird. Der Naken 3er oder halt letztendlich hier der neue Astro. Boah, bin mega gespannt. Also ich weiß nicht, ihr könnt mir gerne eure Meinung da lassen. Mal schauen. Ich stehe schon sowohl mit Naken als auch mit Astro in Kontakt. Mal gucken, ob wir das Ganze in die Sendung bekommen, um euer Unbox-Fieber und euer Gamer-Syndrom zu lindern. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, euer Doc.